So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. In diesem Unboxing geht es um das Be Quiet Dark Power Pro der 11er Serie. Legendary Silence Cutting Edge Performance 1000 Watt. So, 1000 Watt. Ich will zukunftssicher sein. Mein letzter hat 10 Jahre gehalten bisher. Und das habe ich auch schon überdimensioniert. Und das hat sich als sehr positiv erwiesen, weil musste ich nie tauschen. Jetzt neuer Rechner, soll natürlich wieder am besten das Grundchassis, also die Grundelemente wie Gehäuse, Lüfter, also die Wasserkühlung im Großen und Ganzen, plus das Netzteil natürlich, was drin ist, soll natürlich auch am besten die nächsten 10 Jahre halten. So, dann fangen wir an beim Unboxing. Hier haben wir erstmal einen kleinen, muss ich nochmal mit dem Messer ran. So. So, warum 1000 Watt, habe ich ja gesagt. Es gäbe auch noch 1200 Watt, aber das fand ich total overkill, also unnötig, da das nochmal wieder 30, 40 Euro mehr wäre, obwohl ich das überhaupt nicht, also ich glaube, ich komme nicht mal an 500 Watt ran oder 600 Watt. Werden wir später sehen, wenn ich die Leistungsaufnahme teste, aber ne, deswegen 1000 Watt. Hat eine sehr gute Effizienz, das heißt, wenn ich nur auf 50% Teillast fahre, meine ich von den Kurven her, habe ich die größte Effizienz. Insofern fand ich das gar nicht schlimm, so ein großes Netzteil zu nehmen. Deswegen, es frisst ja keine 1000 Watt. Es kann 1000 Watt liefern, aber es ist trotzdem sehr energieeffizient. Denn es hat eine 80 plus Platinum Zertifizierung. Ne? Also ist schon sehr schön. So, gleich begrüßt uns eine Bedienungsanleitung. User Manual. Ja gut, es sind Stromanschlüsse dran, Power, Strom kommt, Spannung gibt, kommt raus. So, das langt. So, haben wir gleich das schöne Netzteil ausgepackt. Und, boah, ist das schwer. Wahnsinnstrimmer. Sieht sehr schön aus, sehr schick. Be Quiet Dark Power Pro. Ich wollte unbedingt Dark Power Pro, es gibt ja auch die anderen Serien, aber ich wollte Dark Power Pro einfach nur, weil Dark Power hört sich geil an, war im Frühjahr, soweit ich weiß, immer die besten Komponenten. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal hier den Mainboard und CPU Stecker. Die wollte ich alle noch sleeven, da müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen hier, dass alles so schön verpackt ist. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind ja nicht gerade. So, und ansonsten haben wir hier 4 Lüfteranschlüsse. Einmal, das müsste für, ich hätte jetzt getippt, dass es für einen CPU-Killer ist. So, dann haben wir Drives, 5-polige Anschlüsse, 5-mal. Haben wir 4 PCI-Express-Anschlüsse und ein P8 und P4, ja, Anschlüsse. Gut. Das sind die Anschlüsse, wir haben Stecker, wir können es verbinden irgendwie. Das haut schon alles hin. Das soll nicht so interessant sein. Ein Lüfter hier drauf. Ja. Be quiet halt. Ultra silent. Das stellen wir mal zur Seite und gucken mal, was wir für Kabel dabei haben. Oh, wie ich finde, einen sehr schönen Karton. Ich nehme mal den ganzen großen Karton hier weg. Schöne Box und wir haben schön schwarz, alles schwarze Kabel, gesleevte schwarze Kabel, nur an den Enden haben wir ein bisschen Plastik, was wir sehen können. Sehr schön. Haben wir hier die Spannungsversorgung fürs Netzteil. Hier haben wir diverse Anschlüsse, diverse Kabel, noch mehr Kabel. Ja, etliche Kabel, hier alles Festplattenkabel. Ja, ohne Ende Kabel. Sieht sehr schick aus. Was haben wir hier? Oh, schwarz-weiße Kabel für. Ja. Dazu noch hier Klettverschlüsse, Kletthalter.
damit wir das schön zusammenstrapsen können. So, was noch? Oh, ein Haufen Kabel hier. SATA-Kabel, Festplatten, SATA. Dann haben wir hier noch ein Be Quiet, ein extra Anschluss. So ein extra kleine, das kann man jetzt ganz schlecht sehen, packe ich mal kurz aus. Die Folie reflektiert zu stark. Da haben wir einen externen Schalter. Ja, an, aus. Kein Knebelschalter. Wofür der jetzt ist, ob der für OC, fürs Overclocken ist, das müsste ich mal nachgucken. Das kann ich dann ja später, wenn ich das alles so im Betrieb habe und alles am Laufen habe, werde ich das nochmal ergänzen. So, jede Menge Kabel waren das. Ich weiß, ich muss jetzt nicht jedes, ihr kennt euch mit Kabeln aus, ne? Aber wirklich sehr schön schwarze Kabel, nicht irgendwie bunte Kabel oder so. Das ist sehr schön. Das heißt, man könnte auch einfach die so in Betrieb nehmen, ohne die Kabel zu sleeven. Aber ich will die Kabel sleeven. Das heißt, ich werde hier alles zerlegen, komplett. Ich hoffe, das gelingt mir bei den Mainboard und CPU-Anschluss auch. Jetzt passt das. Das ist doch immer so. Man packt hier irgendwas aus und kriegt das nie wieder rein. Doch, passt. Aber echt schöne Box hier. Das finde ich mal sehr edel. Ist wahrscheinlich, ich tippe mal bei der Dark Power Pro Serie immer so. Sage ich mal einfach so. So, aber wie gesagt, ich hoffe, das gelingt mir hier bei denen auch. Da muss ich hier auch mal. Weil ich will die Kabel sleeven, die sollen ja auch schön ankommen. Ja, hier ist ein Kabelstraps drum rüber geschrumpft. Ja, das kriegen wir auch alles ab. Wir wollen ja schön sauber ankommen. Mit einer schönen Farbkombination. Die Farbkombination muss ich selber nochmal gucken. Aber das wird gar nicht so einfach, denn wie ich sehe, haben wir manchmal auf manchen Pins hier doppelte Anschlüsse. Diverse kleine noch mit drauf, wo was abgezapft ist. Aber das kriegen wir auch alles hin. Nehmen wir uns viel Zeit und dann passt das schon. Gut. Das war's damit. Ein sehr geiles Netzteil vom Be Quiet. Ja. Gut. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Unboxing wieder oder beim PC-Bild. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.